Ninja Hugo. Ah, habe ich schon gesehen, aber komm, wir gehen einmal rein. Das war echt geil gewesen. Vielleicht habe ich schon wieder vergessen, was passiert ist. Aber es war echt geil, das Video. Das kann man sich ruhig das zweite Mal reinziehen. Sache ist, wenn Milan steckt, sieht das jetzt nicht aus, als ob das jemals wehtun würde. Bro, das habe ich auch gesehen gehabt. Guck mal, was er sagt, Leute. Guck mal, was er sagt. Das sieht halt... Sache ist, wenn Milan steckt, sieht das jetzt nicht aus, als ob das jemals wehtun würde. Das habe ich auch schon vom Boxkampf gesehen. Krass. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Oi, wie geht's? Oi. Nimm gerne Platz. Marc Gebauer. Marc Gebauer. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war Marc Gebauers Security gewesen. Aber der war immer in der Nähe von Marc Gebauer gewesen. Ich glaube, das war Marc Gebauers eigener Security. Marc Gebauer, ich bin mir nicht sicher. Ja, herzlich willkommen! Aber ich glaube, er hat doch, guck mal, er hat doch wieder eine Uhr wahrscheinlich für 3 Milliarden um oder so. Sieht ganz danach aus, so eine Richard Mill. Wie geht's dir? Das geht mir sehr, sehr gut. Was geht? Der arme Revi, Leute. Ich denke mal, Revi wird so hart ausgebucht. Also einige Fans hier mitgenommen. Guckst du dir an, die Affen? Meine wäre anders ausgefallen. Ist hier einfach mit dabei. Ich habe ja beide schon im Sparring gesehen, so. Hau doch ab, Revi! Was macht der heiße Hand, Bro? Er weiß gar nicht, was abgeht. Mann! Vollpfosten, Junge! Knossi, neben mir! Danke, jedem Einzelnen, der hier ist! Chef Strobel und X-Hanky, wer ist vorne für dich? Ich kenne nur Chef Strobel. Aber Hanky war nicht der Einzige, der nicht erkannt wurde. Ich kannte Hanky. Hier ist Romata. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Besten Securities überhaupt. Bro, das habe ich auch nicht gecheckt. Das ist krass, ne? Die haben mich einfach nicht reingelassen. Einfach, kommt einfach nicht rein. Er ist einfach Kämpfer und kommt nicht rein. Der Gegner von Romata. Bodenlos. Als Wieland dann endlich rein durfte, war er hungrig nach Blut. Ey Leute, was ich mich wirklich die ganze Zeit frage, ich weiß es nicht, aber heißt Romata mit Vornamen Wieland? Oder warum nennen ihn da alle Wieland? Ich check's nicht. Ist das sein Vorname? Das ist ja einfach voll der crazy Vorname, Bro. Immer alle sagen Wieland, Wieland. Ich weiß nicht warum. Ich habe Wieland noch nie gehört als Vorname. Er ist wirklich Wieland als Vorname. Krass. Und ich dachte mal, dass du ein geheimer Spitzname bringen konnte. Indem sein größter Fan immer da war und ihn motiviert hat. Für deine Worte. Oh mein Gott! Mein Herz geht auf. Wenn du lachst. Bam! Ey, glaubt mir, Leute, ich habe den Vlog gefilmt und jedes Mal, wenn was passiert ist, ich schwöre auf alles, jedes Mal, wenn irgendein krasser K.O., fast K.O. passiert ist, ich habe weggeguckt. Ich habe keine kranke Aktion gesehen, weil ich die ganze Zeit irgendeine Scheiße gemacht habe. So los, Alter. Der mit dem pinken Haaren war mal frech bei Twitter, deswegen. Nein. Oh. Montana Black. Ja, Marcel, komm zu mir. Baby, krieg deine Mutter. Hey Aaron, ich finde die Stimmung hier so krass. Übrigens, da hinten sitzt Revi. Denn zu dem gehen wir gleich auch nochmal. Der arme Revi, Leute. Montana Black. Moin, moin. Er ist einfach eine verlorene Seele, aber. Ich glaube, es ist genau der Kleinfer da gewesen. Ich träge gerade. Tatscha Hellinger. Wie war für dich das Event? Ich muss sagen, an der Bar schon hohe Preise. Mach mal was an der Bar, den Preisen. Was? Tanzverbot. Hallo. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hast du noch ein paar Insider-Informationen, die du weitergeben kannst? Nein. Nee. Oh, okay. Ja. Wir sehen da hinter dir auch eine Person, die mit dir gewettet hat. Stimmt, 10.000 Euro. Ja, da wir beide eine Neigung zur Spielsucht haben.
ja, jeder 10.000 Euro. Also ich habe 10.000 Euro auf Trimax gesetzt. Auf Trimax! Trimax! Auf Trimax! Ich weiß nicht, ob der einen geraucht hat oder so, der hat auf Niki gesetzt. Fragen wir ihn doch. Wie läuft's? Alles gut bei dir? Alles gut. Was ging in dir vor? Ja, warum hast du diese Wette abgeschlossen? Guck mal, er hat gesagt... Sehr, sehr stark an dieser Stelle. Rohat hat 10.000 Euro auf Mickey gesetzt. Finde ich sehr interessant. Ey, Roy, sag dir ehrlich... Shugiri Yahoo macht die krassesten Videos, sag ehrlich, Leute. Das ist schon wild. Die erste Reihe. Ich frage mich, wie lange er braucht, um die zu cutten. Das ist krank. Hier sitzen heute die Asozialen und Schulabbrecher. Ihr seid Tiere. Die hinten sitzen, sind Tiere. Fick ihn. Unhöfliche Zwischenrufe, belästigende Kommentare hier an der Tagesordnung. Bruder, ich hab das Gefühl, der Pinky wird Knockout gehen, Digga. Ja, hoffentlich, Digga. Vielleicht färbt er sich dabei die Haare anders. Ja, Digga. Deckung! Deckung! Mann! Humatra, Deckung! Und in ein Aquarium rennen. Ah, ja. Warte, kommt noch was anderes als auf Fortnite? Bruder, der ist Auto. In seinem Knossi-Bademantel! Was ein Vollidiot! Ehrenblitzer! Weg mit dem! Der Rohat, Alter. Yep, that's me. Sieht einfach da aus wie Knossi. Hallo, hier ist Jens, seine Mutter. Also Junge. Der sieht meinem Sohn ähnlich. Also, das ist eigentlich schon eine Beleidigung, oder? Die Mutter von Knossi ist auf der Hammer. Vielleicht solltest du selber mal in den Spiegel schauen. Da ist nämlich auch eine gewisse Ähnlichkeit. Micky, komm, du willst doch am Ende so da stehen. Ja! Ironie aus dem Streichelzug. Hängebauchschwein. Ey, was ist das einfach zu doll? Auch mal gesagt, dass du das Ding machst. Ich hab's dir schon reingezogen, beim zweiten Mal immer noch besser. Nope. Ich hab von Aqua bestellt und Adeno kommt an. Das ist so geil. Ja, warum nicht da, Leute? Was ist das schon wieder? Micky, bitte. Oh Mann, Junge, nein! Wenn Micky so weitermacht, könnte das Ding safe holen. Ich glaube an Micky und Micky, ja. Ich sag Micky. Micky, fünfte Runde, TKO. Micky. Ah, Micky will das machen. Micky holt das Ding. Also ich sag Micky gewinnt. Micky. Wer gewinnt heute? Ja, das mache ich auf jeden Fall. Schade, dass man mich zweimal reinschneidet, muss ich nicht sagen. Wer gewinnt heute? So sehen Verlierer aus. Schalalalala. Ja, Mann. Ja, Tanzverbot hat sich nach dem Kampf, war das, glaube ich, gewesen. Krass geprügelt da. Und was sagt derjenige zu diesem Kampf? Ja, an dieser Stelle ist klar. Max, ich danke dir. Also, es war schon verdient, aber ich bin unfassbar stolz auf Micky. Ich bin stolz auf dich, Micky. Okay. Ja, it's been a long day. Der Rohat war nicht der Einzige, für den Mickys Niederlage teuer wurde. Ich habe 5.000 aus Micky gesetzt. Micky wird mit Punkten das Ganze entscheiden. Schade. Ja? Ja, natürlich. 50 ist abgelöst. Ich setze auf Trimax, Panzi auf Micky. Micky wird gewinnen. 200 Euro, Digga. Ja.
Wenn man 200 Euro in der Hand hat, dann soll man wissen, was 200 Euro für einen Wert hat. Und diesen Wert hast du nicht vermittelt. Okay. Wieso hast du denn den völligen Bezug zum Leben verloren? Davon konnte ich damals 2 Monate leben, da man nicht den Bezug zum Geld verlieren. Hallo? Ist da die Logik? Doch sogar diese 2 Streiche ja, hat das Event wieder vereint. Guck mal da, Digga. Geiles Video, Leute. Checkt immer hungriger Hugo aus, Leute. Ah, wirklich, das Video war echt killer gewesen. Also, es war so krass gecuttet. Baba-mäßig.